Das ist schon sehr fettig. Guck mal hier auch. Ah, Leopoldplatz wieder. Bist du hier Halligalli? Ich teste alle Döner in U-Bahnhöfen oder direkt daneben in ganz Berlin. Leopoldplatz. Was geht ab, meine Schleckermäulchen? Wir sind jetzt hier angekommen am U-Bahnhof Leopoldplatz. Lange ist es her, jetzt sind wir wieder zurück. Der nächstgelegene Dönerladen ist eigentlich Kaplan. Aber den hatten wir schon in der U6 gehabt. Dann war hier irgendwie das ganze Gebäude Baustelle. Jetzt haben die den neu gemacht. Sieht auch alles schön und schnieke aus, so mit schwarzen Fliesen und auf so Design. Haben auch jetzt einen Chicken-Spieß da. Alles schön und gut. Auf der anderen Seite haben wir hier Pamphylia. Kennen wir auch schon. Was wir aber noch nicht kennen, da drüben haben wir einmal den Gemüseladen und jetzt neu bei Baba Sultan, der eigentlich dafür bekannt ist, Köfte zu machen. Ist ja der Köfte-G-Laden hier in der Gegend. Die haben jetzt auch Yaprak. Also mein eigentlicher Plan war ursprünglich zu dem Gemüseladen zu gehen, aber jetzt haben wir gesehen, aha, bei Baba Sultan gibt es auch Yaprak-Fleisch, also gönnen wir uns den. Warum? Kaplan, ich weiß, wie der schmeckt, das wird ein guter, solider Standarddöner sein. Lass den bei zwischen 6 und 7 wird er sein. Wie der bei Pamphylia schmeckt, wissen wir auch. Den hier kennen wir noch nicht, ne? Und wir wollen ja mal gucken, was gibt es so Neues auf den U-Bahn-Stationen, wenn es sich ergibt. Wenn wir mal einen Laden doppelt testen, dann ist wirklich nur eine Ausnahmesituation wie Berliner Straße. Da gab es einfach weit und breit keinen. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall irgendwie eine neue Option dazu bekommen. Und die nehmen wir natürlich mit. Also, der nächstgelegene Dönerladen hier, Baba Sultan Köfteci. Den testen wir jetzt mal aus. Ich habe Hunger mitgebracht. Los geht's. So, meine Schleckermäulchen, das hier ist jetzt das Prachtexemplar von Baba Sultan. Ich bin echt gespannt. Mal wieder ein neuer Döner in der Gegend. Den gibt es jetzt seit 3 Monaten ungefähr, hat der Kollege gesagt, haben die den Spieß. Wir konnten leider drinnen nicht filmen, deswegen können wir euch jetzt keine Impressionen zeigen vom Spieß. Weil muss der Chef fragen, kennt er ja das Spielchen. Aber ich sag euch, der sah ganz gut aus. Das war so ein Kalbspieß, gucken wir mal. Ich finde es sehr fettig, das Fleisch. Guck mal, hier hast du echt noch die Fettstücken dran. Ich meine, ja, na klar, Fett ist ein Geschmacksträger. Aber das hat auch einen ganz anderen Biss. Man hat auch ganz schön dicke Stücken abgeschnitten. Von dem Spieß. Probieren wir mal. Also, gucken wir mal an. Brot sieht ganz gut aus. Der Rotkohl hat auch so eine sehr leuchtend rote Farbe. Der ist eher so zitronisch. Mit Zitrone wurde da gearbeitet. Ist ganz lecker. Das Brot hätte er besser toasten können. Der erste Biss war sehr brotlastig. Weiter geht's. Die Knoblauchsoße ist lecker. Wochenlang 30 Grad. Kein Windchen weht. Gleich nächsten Tag 16 Grad in Berlin und Regen. Gestern noch 30 Grad, heute 16 Grad Regen. Das ist wieder so ein Ding. Thema Yaprak. Eigentlich müsste man den ohne Soßen essen, ne? Aber ich habe ja das Fleisch gerade schon so getestet. Ich finde, er hat das für Kalbfleisch, hat das viel zu dick geschnitten. Und dadurch ist es schon sehr fettig. Guck mal hier auch. Es ist schon lecker, aber wenn wir jetzt den direkten Vergleich haben zu gegenüber dem Spieß und natürlich auch zu Elbis Döner, da ist der Kalbspieß ganz anders. Da gibt er dem mehr Temperatur. Dadurch wird es mehr knuspriger und er schneidet es halt viel flockiger ab. Dadurch hast du so eine kleinen crispy Dinger und ich finde dort auch, das Fleisch ist besser gewürzt als hier. Ist jetzt der direkte Vergleich, aber an sich ist der nicht schlecht. Die Zutaten sind frisch, die Soßen sind lecker, das Brot ist ein bisschen. Also ich bin da echt noch so am, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Einerseits sind die verwendeten Zutaten sehr gut. Also ich finde den Rotkohl hier richtig lecker. Schön eingelegt, so säuerlich, aber das schmeckt man gleich. Salat, Zwiebeln, Petersilie, Gurken, Tomaten, alles frisch, alles lecker. On point. Die Soßen hier sind lecker, aber ich finde, die passen nicht so geil zu dem Yaprak-Spieß. Das ist genauso wie eine gute Joghurtsoße auch nicht geil zum Hackspieß passt. Das harmoniert nicht so. Da muss man halt gucken so. Aber kennt ihr ja das Ding. Also Yaprak, Soßen raus. Das einzig nicht so Gute an diesem Döner jetzt, finde ich, das Brot hätte ein bisschen besser toasten können. Dadurch hast du so eine
ein sehr kauintensives Erlebnis. Das Fleisch ist auch meiner Meinung nach ein bisschen zu dick geschnitten. Gerade bei Kalb kannst du dünn gehen. Bei Kalb, das hast du ja bei Pamphylia, siehst du es, da schneidet er es hauchdünn und crunchy. Resultat, bei Berliner Straße, gleiches Spiel. Schneidet er es auch hauchdünn runter und vom Eigengeschmack auch hier sehr dick, dicke Lappen schon so runtergeschnitten. Ist halt sein Stil und du hast halt, ja, vielleicht muss der Spieß noch mehr Hitze kriegen, dass das Fett noch nicht so geschmolzen ist. Also der Laden kriegt auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Einmal hier gibt es geile Köfte-Sandwich. Ah, Leopoldplatz wieder. Frisch hier Halligalli. Und der Döner hier ist echt nicht schlecht. Warum, Bruder? 7 Euro kostet der jetzt. Warum? Ist klar, die Zutaten sind wirklich gut. Und wenn ich hier nochmal herkommen würde, kennt ihr ja das Spiel, würde ich mir den komplett anders bestellen. Deswegen, diesen Döner, den ich jetzt hier gerade so bekommen habe, ist nur, weil mir das Brot nicht so schmeckt, das Fleisch zu dick geschnitten ist und in sich die Harmonie nicht ganz so stimmt, kriegt er von mir eine glatte 8,0 von 10, was ja sehr gut ist, was eigentlich einen super Standarddöner ausmacht. Aber da könnt ihr mal sehen, ein super Standarddöner kann geschmacklich auf jeden Fall hier mithalten. Ich meine, was nützt dir Japrak und alles drumherum, wenn es dann halt dann nicht schmeckt so, wenn es halt nicht passt so. Aber, jetzt kommt das große Aber. Dieser Spieß, die Zutaten haben richtig Potenzial. Ich denke mal, wenn jetzt ein anderer Dönermann hier gewesen wäre, ich mir den anders vielleicht ein bisschen dünner geschnitten und ohne Soße und sowas, dann wäre der auf jeden Fall so ein 8,3, 8,5, 8,6. Also würde er die, geschmacklich ist es schon okay so. Aber ich finde von Pamphylia oder von Berliner Straße, finde ich die Marinade, also wie das Fleisch gewürzt wurde, finde ich auf jeden Fall besser als hier. Aber dennoch hat es einen coolen Eigengeschmack. Aber wie gesagt, es ist mir zu dick, zu fettig und das Brot zu chewy. Aber ist schon cool. Aber trotzdem nicht so ganz so rund. Deswegen nur dieser Döner, 8,0 von 10. Kann man sich auf jeden Fall gönnen, aber gönnt ihn euch bitte, wenn ihr herkommt, ohne Soßen. Was die auch hier haben, an der Theke, haben die so ein Schälchen mit gehäckselten, mit so klein gedrückten Knoblauch. Also wirklich original Knoblauch, 100% Knoblauch und daneben Chiliflocken. Also das ist deren Knoblauch scharf, wenn du Köfte nimmst. Das sollte man vielleicht probieren. Also dieses Fleisch, Brot richtig geil getoastet, dann nur diese Knoblauchpaste rein, scharfe Pulver, Zwiebeln, Petersilie, kann man sich auf jeden Fall geben. Deswegen, der Laden hat Potenzial. Ich kenne ihn ja eh schon als Köfteladen, sehr gut. Jetzt als Dönerladen würde ich mir den auf jeden Fall nochmal gönnen, aber halt anders zusammengestellt. Ist eine super Alternative zu Kaplan. Und mal eine super Alternative zu Pamphylia, wenn es um Döner to go geht. Ne? Bei Pamphylia, wenn ich von Döner rede, ist bei mir einfach nur der Teller. To go ist der auch nicht so, haut er mich auch nicht so aus den Socken. Also, dann könnt ihr euch den hier to go nehmen und wenn ihr euch hinsetzen wollt, Pamphylia. Also, gönnt euch mein Schleckermäuschen. Baba Sultan. So, mein Schleckermäuschen, das war's vom U-Bahnhof. Leopoldplatz, gar nicht mal so schlecht, das Ding. Ohne Scheiß, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Aber wie gesagt, ohne Soßen und ein bisschen, vielleicht, ein kleiner Tipp, eher auf Nachmittag hinkommen, dass der Spieß schon richtig durchgezogen ist. Weil gerade als wir gekommen sind, haben wir gesagt, na, wir warten nochmal 10 Minuten, hat der Oster nochmal ein bisschen Feuer gegeben. Aber trotzdem, der hat Potenzial. Ich bewerte ja den Döner, den ich bekommen habe. Dieser hier hat Potenzial, macht da ein bisschen... Müsst ihr ein bisschen noch Feintuning machen. Also wie gesagt, vielleicht auch ein kleiner Tipp. Die haben ja hier dieses geile Köftebrot, wo ich auch ein Fan von bin. Vielleicht müssen wir mal probieren, dass man sich das nur das Fleisch in einem Köftebrot mit dieser Knoblauchpaste, scharfe Soße, Zwiebel, Petersilie rein. Bam! Ist bestimmt auch geil. Würde ich mir mal nächstes Mal so gönnen. Ist auf jeden Fall lecker. Das war's hier vom Leopoldplatz. Auf jeden Fall, wie immer, ein Dönerparadies. Also wir haben hier gleich einen Gemüsedönerladen. Wir haben jetzt hier Baba Sultan, Köfte, Döner. Wir haben auf jeden Fall drüben auf der anderen Seite haben wir Pamphylia, die Legende und ein bisschen schräg runter Kaplan und Hakiki. Also hier ist für jeden was zu haben. Da drüben ist glaube ich auch noch irgendwo ein Dönerladen oder sowas. Also auf jeden Fall kriegst du hier am Leopoldplatz geile Döner. Kannst du sagen, was du willst. Hier hast du ein paar Berliner Legenden auf jeden Fall konzentriert. Ist geil, also hier wird jeder glücklich. Der Laden hat jetzt ein kleines Add-on. Den kannte ich eigentlich immer nur als Köfteladen. Jetzt hat er ein Döner-Add-on. Geiles Ding, Empfehlung geht raus, 8,0 von 10, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, wir ziehen jetzt weiter Richtung Naunerplatz, dann kommt Oslo, das war's dann auch schon mit der U9. Also meine Schleckermäulchen, votet bitte noch einmal, welche U-Bahn-Linie sollen wir nach der U9 testen.
Ne, Voting ist noch offen. Die U5 wird es wahrscheinlich werden. Bis dahin, abonnieren nicht vergessen, kommentiert mit ein paar Sätzen. Immer schön den Algo füttern, gebt mir ein Triple, fünffaches Yo, 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 Yo. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut da rein.